In diesem Video geht es um den sogenannten induzierten Strom und die induzierte Spannung. Dazu stellen wir uns folgende Situation vor. Wir haben jetzt ein B-Feld, das in die Tafel hinein zeigt und eine geschlossene Leiterschleife und diese Leiterschleife bewegt sich nach unten, also wird hier gerade in das B-Feld eingeführt. Das heißt, V ist die Geschwindigkeit, mit der die Leiterschleife in das B-Feld eingeführt wird. So, in der Leiterschleife befinden sich Ladungsträger. Das heißt, es wirkt hier eine Lorentzkraft. Wir erinnern uns an die rechte Handregel. Die Geschwindigkeit der Ladung zeigt hier nach unten, also der Daumen zeigt nach unten. Der Zeigefinger zeigt in die Tafel hinein, der ausgestreckte Mittelfinger der rechten Hand zeigt nach rechts. Also die Lorentzkraft für die positive Ladungen zeigt hier in diesem Leiterstück nach rechts. Da alle Ladungsträger in dem Leiter die gleiche Geschwindigkeit haben, weil sie sich ja mit dieser Leiterschleife bewegen, wirkt auch hier eine Lorentzkraft und auch da eine Lorentzkraft. In dem oberen Leiterstück wirkt keine Lorentzkraft, da sich dieses Leiterstück noch nicht in dem B-Feld befindet. So, bei diesen Leiterstücken, die jetzt hier so vertikal stehen, die Lorentzkraft führt jetzt zu keinem Strom, weil die Ladungen den Leiter hier nicht verlassen können. In dem waagerechten Leiterstück dagegen werden die Ladungsträger aufgrund der Kraft von da nach da bewegt. Also es fließt hier ein Strom und das ist jetzt der induzierte Strom I-Int. So, nun stellen wir uns vor, dass wir diese Leiterschleife weiter bewegen. Und zwar immer noch mit der Geschwindigkeit V. Und sobald wir vollständig die Leiterschleife in dem B-Feld haben, passiert diesmal Folgendes. Wir haben hier einen induzierten Strom und da sich das zweite waagerechte Stück jetzt in dem Leiter, in dem B-Feld befindet, haben wir einen weiteren induzierten Strom, den ich jetzt hier I-int' genannt habe. Und dieser wirkt diesen Strom entgegen und der Strom und der Strom heben sich auf. Das bedeutet, sobald diese Leiterschleife vollständig in dem Magnetfeld ist, gibt es keinen induzierten Strom mehr, weil sich aufgrund der Lorentzkräften diese Ströme hier aufheben. Also sobald beide waagerechten Leiterstücke im B-Feld sind, heben sich die induzierten Ströme I-int und I-int gegenseitig auf. Es fließt daher kein Strom. Diese Beobachtung wird uns gleich helfen, die induzierte Spannung zu verstehen. Wir betrachten eine sehr ähnliche Situation. Wieder haben wir jetzt ein B-Feld und wieder eine Leiterschleife, die sich mit der Geschwindigkeit V in das B-Feld hineinbewegt. Ein Unterschied gibt es jetzt aber. Und zwar die Leiterschleife ist hier unterbrochen. So, wir wissen jetzt, dass es eine relevante Lorentzkraft gibt, und zwar die hier in diesem waagerechten Leiterstück wirkt. Und aufgrund dieser Lorentzkraft gibt es einen induzierten Strom. Da jetzt in diese Richtung ein Strom fließt und die Leiterschleife unterbrochen ist, wird sich hier die positive Ladung sammeln und entsprechend ist diese Seite hier negativer geladen. Das kann aber nicht unendlich lange gehen, nämlich irgendwann gibt es hier so viele positiven Ladungsträger, dass die Lorentzkraft nicht ausreicht, den induzierten Strom groß genug zu machen. Und die Ladungen werden hier einfach so abgestoßen, dass sich ein Gleichgewicht bildet. Und die Lorentzkraft wird durch eine elektrische Kraft hier aufgehoben.
Ja, also wir haben jetzt hier Teilchen, die positiven Teilchen alle wollen nach da. Es geht am Anfang ganz gut, aber irgendwann kann man sich vorstellen, es ist hier einfach voll. Die positiven Ladungen werden abgestoßen und es bildet sich eine Gegenkraft. Und irgendwann haben wir hier so ein Gleichgewicht. So, nun betrachten wir noch ein paar Strecken, die uns später noch interessieren werden. Und zwar einmal die Länge von dem waagerechten Leiterstück hier und einmal hier die vertikale Länge von der Leiterschleife, die sich in dem B-Feld befinden. Gut, fassen wir kurz zusammen. Wird die Schleife unterbrochen, so bilden sich aufgrund von I-Int an den Leiterenden elektrische Pole. Dies führt dazu, dass sich in dem Leiter ein elektrisches Feld bildet. Der Strom wird unterbrochen, sobald sich das Gleichgewicht bildet. Und bei diesem Gleichgewicht gilt dann, dass die elektrische Kraft und die Lorentzkraft von der Intensität her gleich sind. Die elektrische Kraft ist das E-Feld multipliziert mit der Ladung und die Lorentzkraft ist Q mal V mal B. Auf beiden Seiten der Gleichung kommt Q vor, dann Q ungleich 0 ist, können wir beide Seiten der Gleichung durch Q teilen. Wir haben also das elektrische Feld ist gleich V mal B. Und was wir wissen, das elektrische Feld ist nichts anderes als die Spannung geteilt durch den Abstand der Kondensatorplatten bei einem Kondensator. Und tatsächlich können wir jetzt hier dieses Leiterstück wie ein Kondensator behandeln. Wir haben eine Spannung, die da und da anliegt. Und der Abstand dieser Platten entspricht diesem Stück. Und wenn wir jetzt beide Seiten der Gleichung mit L multiplizieren, können wir diese Gleichung nach der Spannung auflösen. Damit ist U gleich dieser Länge mal der Geschwindigkeit, mit der wir uns in das B-Feld hineinbewegen, multipliziert mit der magnetischen Flussdichte bzw. mit der Stärke der magnetischen Flussdichte. Im Prinzip ist es jetzt eine Formel, um die induzierte Spannung zu berechnen. Diese Formel würde ich aber gerne weiter etwas umformen, damit wir jetzt eine Formulierung haben, die man auch in physikalischen Büchern findet. Außerdem werden wir uns später noch eine etwas andere Formulierung anschauen und die passt nicht so ganz zu den Größen, die wir hier gewählt haben. Also zuerst ersetzen wir die Geschwindigkeit durch Delta S durch Delta T. Delta S ist einfach die zurückgelegte Strecke und Delta T ist die dabei verstrichene Zeit. Und man kann diese Änderung der Strecke mit Änderung dieser Länge hier gleichsetzen. Also aus geometrischer Sicht ist es das Gleiche. Und dies führt dazu, dass wir aus L mal, also dieser Strecke hier, mal die Änderung von dieser Länge, wir die Änderung von diesem Flächeninhalt haben. Also die waagerechte Länge multipliziert mit der Änderung der senkrechten Längen gibt die Änderung der Fläche, die sich in dem B-Feld befindet. Und das ist jetzt die übliche Formulierung bei dem Induktionsgesetz. Also nochmal A ist der Flächeninhalt der Leiterschleife, die sich im B-Feld befindet. Und dementsprechend Delta A ist die Änderung dieser Fläche. Das, was wir uns gerade überlegt haben, können wir jetzt in Form eines physikalischen Satzes formulieren. Und zwar haben wir jetzt hier eine Spezialform des Induktionsgesetzes, und zwar das Induktionsgesetz bei einem konstanten B-Feld.
Nun wird eine Leiterschleife in ein konstantes bzw. aus einem konstanten B-Feld bewegt, so wird in der Schleife ein Strom induziert. Dieser Strom führt bei einer durchtrennten Schleife zu einer induzierten Spannung und diese induzierte Spannung können wir mit der Formel Uin ist gleich Delta A mal B berechnen. Und jetzt muss man noch sagen, wofür diese ganzen Buchstaben stehen. Dabei ist A die durch das B-Feld durchflossene Fläche, die gleichzeitig von der Leiterschleife begrenzt ist, und Delta A ist die zeitliche Änderung dieser Fläche. So, hier eine kleine Zeichnung noch dazu. Diese Fläche, die gleichzeitig von dem Leiter begrenzt wird und sich gleichzeitig in dem B-Feld befindet, also hier wäre jetzt eine Trennlinie, diese blaue Fläche hier ist das A. Für das Induktionsgesetz gibt es auch eine allgemeinere Formulierung. Diese nennt sich dann das Faradaysche Induktionsgesetz. Das Faradaysche Induktionsgesetz wird nach dem englischen Physiker Michael Faraday benannt, welcher von 1791 bis 1867 gelebt hat. So, Faraday formulierte das Induktionsgesetz dann so: In einer von einem zeitlich veränderlichen B-Feld umgebenen Leiterschleife mit n Windungen wird die Spannung Uint gleich minus n mal phi Punkt t induziert. Und jetzt muss man auf jeden Fall verstehen, was mit diesem phi Punkt gemeint ist. Phi selbst ist der sogenannte magnetische Fluss. Und berechnet wird dieser, indem man die Fläche zum Zeitpunkt t mit dem B-Feld zum Zeitpunkt t multipliziert. Und die Schreibweise mit dem Punkt bedeutet die Ableitung nach der Zeit. Und die Ableitung mit einem Punkt drüber zu markieren, ist eine typische Schreibweise in der Physik. Diese Schreibweise geht nämlich auf Isaac Newton zurück. Und das wird jetzt die newtonsche Notation von der Ableitung. Und wenn wir jetzt nach der Zeit ableiten, markieren wir das in der Physik üblicherweise mit einem Punkt und nicht mit einem Strich wie in der Mathematik. So, A von t ist wie gesagt die Schleifenfläche in dem B-Feld. B von t ist die Feldstärke von dem magnetischen Flussdichte und Phi Punkt ist dann die Ableitung von diesem Ausdruck ausgewertet zum Zeitpunkt T.